Hallo, in diesem Videotutorial zeige ich euch, wie man aus einem Raspberry Pi ein Media Center macht bzw. einen einfachen Linux-PC. Der Raspberry Pi ist ein kompletter Computer, etwas größer als eine Scheckkarte, und der Hype um dieses kleine Platinchen erklimmt im Moment ungeahnte Größenordnung. Das liegt vor allem an der Flexibilität und den vielen Anschlussmöglichkeiten der Platine. Zum Anfang schauen wir uns mal die technischen Daten des Raspberry Pis an. Auf der Platine befindet sich ein 700 MHz ARM-Prozessor mit integrierter Grafikeinheit. Die Grafikeinheit ist in der Lage, Bilder bis 1080p zu präsentieren, also Full HD. Außerdem sind 512 MB RAM verbaut, um zum Beispiel Betriebssysteme wie Linux und so weiter zu installieren. Diese Systeme werden auf dem Datenspeicher gespeichert, der hier aus einer SD-Karte besteht. Des Weiteren gibt es einen Netzwerkanschluss, das ist eine ganz normale RJ45-Buchse, zwei USB-Ports und einen HDMI-Ausgang, an dem zum Beispiel ein Fernsehgerät oder ein PC-Monitor angeschlossen werden kann. Weiterhin ein Kompositausgang für normale Fernsehgeräte oder Videomonitore, die aber meines Erachtens nach selten benutzt werden. Ein normaler Audioausgang für eine Stereoanlage oder direkter Anschluss an ein Fernsehgerät ist auch vorhanden. Für Tüftler, Bastler und Entwickler ist der letzte Punkt interessant, GPIO. Das ist ein Connector auf der Platine, auf dem sich bis zu 17 frei definierbare I/O-Pins befinden, die sich zum Beispiel zum Anschluss von elektronischen Schaltungen eignen. Zum Betrieb des Raspberry Pi werden noch weitere Komponenten benötigt. Zuerst benötigen wir natürlich den Raspberry Pi selber, eine Speicherkarte, um das Betriebssystem aufzunehmen, ein Micro-USB-Netzteil, das mindestens 1000 mA haben sollte, eine Tastatur, um hinterher Eingaben machen zu können, per USB, ein Speichermedium, zum Beispiel eine externe Festplatte, oder wir benutzen den Netzwerkanschluss und streamen direkt aus dem Netz. Und ein Kartenleser, um das Betriebssystem überhaupt erstmal auf die Flashkarte schreiben zu können. Auf dem nächsten Bild sehen wir einen komplett angeschlossenen Raspberry Pi. Wir haben hier die SD-Karte, den Stromanschluss, HDMI-Ausgang, das Netzwerkkabel, die USB-Schnittstellen, den Audioausgang und den Videoausgang. Um aus dem Platinchen ein Media Center zu machen, benötigen wir jetzt die richtige Software. Ich setze voraus, dass bereits der USB-Kartenreader mit SD-Karte im PC eingesteckt ist. Und dann können wir weitermachen. Wir gehen auf raspberrycenter.de, auf Downloads, finden hier verschiedene Betriebssystemmöglichkeiten für den Raspberry, unter anderem auch das RustBMC, das ist die XBMC-Variante für den Raspberry Pi. Die Windows-Version laden wir uns hier runter. Hier wird sie geladen, geht relativ schnell. Doppelklick auf das ZIP-File, muss nicht extra entpackt werden, weil es sich ja auch nur um eine Anwendung handelt, die interessant ist. Das können wir bestätigen, die Daten auf der SD-Karte sind danach definitiv gelöscht. Korrekterweise hat er hier schon das Laufwerk mit dem SD-Kartenreader und der Karte erkannt. Install Raspberry auf das USB-Laufwerk. Lizenz akzeptieren und installieren. Die Software lädt jetzt noch weitere Software nach und beschreibt dann die Karte. So, das Image wurde jetzt auf die Karte geschrieben. Wir können das Programm beenden und gehen jetzt einfach mal zum praktischen Teil über. So, der Raspberry Pi ist jetzt am HDMI-Eingang gestartet vom
PC-Monitor, bootet auch sofort das unter dem XBMC liegende Linux durch, lädt noch einige Updates herunter. Das Ganze, was ihr jetzt seht, ist etwas komprimiert dargestellt, also zusammengeschnitten. Richtet die SD-Karte nochmal entsprechend für das Gesamtsystem ein. Und nach einem Neustart sollte er dann direkt das XBMC starten. Was er jetzt auch tut. Wer XBMC zum Beispiel vom PC her kennt, wird sich gleich zu Hause fühlen. Es funktioniert exakt genauso. Die Sprache wird ausgewählt am Anfang, vorzugsweise in diesem Fall Deutsch. Die Bedienung ist flüssig. Bei den Systemeinstellungen kann man schön sehen, dass der Raspberry durchaus in der Lage ist, auch die hier dargestellte 1920x1200 Punkte Auflösung darzustellen. Das ist mehr als Full HD mit immerhin fast 50 Frames. GPU-Temperatur 48 Grad, das ändert sich im weiteren Verlauf nicht. Sehr geringe CPU-Auslastung. Hier sehen wir jetzt ein Wetter-Plugin. Diese Plugins lassen sich unter XBMC ohne Ende nachrüsten. Da gibt es extrem viele Auswahlmöglichkeiten. An einem aktuellen TV-Gerät, das normalerweise Full HD darstellt, wird auch XBMC automatisch in 1080p gestartet. Dass er das hier in 1200p tut, liegt einfach daran, dass der verwendete PC-Monitor hier 1920x1200 darstellen kann. Mit den Plugins kann man eine Menge tun. Man kann unglaublich viele Plugins einbinden, wenn man das möchte. Hier in dem Fall jetzt eins von giga.de. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie das funktioniert. Das Plugin wird heruntergeladen und installiert und kann dann in der Übersicht gestartet werden. Die Bildqualität ist absolut über jeden Zweifel erhaben. Unterscheidet sich nicht von gestreamten Videos, von DVDs und so weiter. Das wird von XBMC sauber dargestellt, wie man es vom PC gewohnt ist. Wir sehen jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt. Es soll sogar Leute geben, die tatsächlich ein Plugin von Movie2K.2 installiert haben. Das soll sogar funktioniert haben, aber um Gottes Willen, mit solchen Dingen wollen wir uns natürlich nicht beschäftigen. Der Dateimanager zeigt eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Laufwerke im Netzwerk oder lokalen Laufwerke, über UPnP-Devices kann man zum Beispiel DLNA-Server ansprechen, was wir ja auch mal tun. XBMC findet, wie man hier sieht, die Fritzbox, DiskStation, Server, andere PCs, überall da, wo DLNA-Server gestartet sind. Wir nehmen in diesem Fall jetzt mal den DLNA von der DiskStation.
der bei mir jetzt hier als Videoserver funktioniert. Und suchen uns einfach mal ein Filmchen aus. Ich habe bisher noch kein Format gefunden, was XBMC nicht abspielen kann. Ihr seht jetzt hier so eine nachgemachte Stargate-Geschichte. Eigentlich wollte ich ursprünglich Avatar in Full HD zeigen, aber bevor sich die räudige GEMA wieder aufregt, lasse ich das mal. Für Demonstrationszwecke reicht auch das hier. Okay, XBMC läuft also soweit zufriedenstellend und wir beenden das Ganze hier und wenden uns jetzt der zweiten Geschichte zu, nämlich der Installation eines Linux-Betriebssystems auf dem Raspberry. Nachdem XBMC auf dem Raspberry läuft, sehen wir uns den zweiten Punkt an, und zwar Raspberry Pi als Linux-PC. Dazu müssen wir zuerst zwei Dinge herunterladen. Zuerst den Win32 Disk Imager. Den gebe ich hier mal ein. Ihr solltet den Image Writer von Chip Online nehmen. Die anderen Links, die überall beschrieben sind, von Raspberry.org und so weiter, die Downloads führen zurzeit ins Nirvana. Warum, weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass der Traffic wohl zu hoch war und deswegen die Downloads dort entfernt wurden. Ich lade das jetzt hier mal runter. Der Win32 Disk Imager ist dazu da, das später noch herunterzuladende Linux-Image auf eine SD-Karte zu schreiben. Ich gehe mal davon aus, dass sich wieder eine SD-Karte im PC befindet, damit wir in diese nachher das Linux-Image schreiben können. Als nächstes laden wir das Linux-Image und zwar vom raspberrycenter.de. Gehen wieder auf Downloads und haben hier gleich die erste Version, Raspbian. Die laden wir uns direkt runter. Das sind mal 484 MB. Dauert jetzt ein bisschen, bis das unten ist. Da ich das Image bereits geladen habe, starten wir direkt mit dem Win32 Disk Imager. Auch der ist bereits entpackt. Suchen das Image. Das Device, das beschrieben werden soll, ist bereits vorgegeben. Bei mir jetzt hier Laufwerk G. Write. Die Daten auf der Karte werden gelöscht, ist klar. Und der Win32 Disk Imager schreibt jetzt das Linux-Image auf die SD-Karte. Nachdem das Image korrekt geschrieben wurde, entfernen wir die SD-Karte und stecken sie einfach mal in den Raspberry und schauen mal, wie das Linux auf dem Raspberry aussieht. Das Linux ist bereits am Booten. Es folgt gleich eine Eingabeaufforderung für Benutzername und Passwort. Der Benutzername ist Pi, das Passwort Raspberry. Da haben wir es jetzt. Wie gesagt, Pi, Benutzername wird nicht angezeigt bei der Eingabe, Raspberry. Sobald die Eingabe erfolgt ist, wird mit Start X die grafische Benutzeroberfläche gestartet. Auch hier wieder wird der Bildschirm
in meinem Fall jetzt mit 1920 mal 1200 Punkte angezeigt. Diverse Tools sind unter diesem Linux bereits vorinstalliert. Hier in dem Fall der Dateimanager. Ich starte jetzt mal einen ganz normalen Browser. Die Darstellung der Seite ist, wie man es auch vom PC gewohnt ist, völlig in Ordnung. Der Seitenaufbau ist etwas träge, das liegt mit Sicherheit an dem 700 MHz ARM-Prozessor. Aber für normale Office-Geschichten zum Beispiel oder jetzt einfach nur mal, um sich im Internet ein bisschen zu bewegen, reicht es komplett aus. Soweit ich feststellen konnte, sind alle Seiten, die man so im täglichen Leben benötigt, sauber startbar und ausführbar. Ja, und das war's dann mit XBMC und Linux auf dem Raspberry Pi. Viel Spaß damit und vielen Dank fürs Zuschauen.